Zurück zum nächsten Teil. Wir gehen in unsere nächste Schlacht rein. Von links nach rechts sagten wir ja. Seven Pines, eine ganz berühmte Schlacht. Sehr schön. Verlieren ist auch ganz schön teuer, sehe ich gerade. Unentschieden ist auch nicht toll. Da gibt es nur eins, machen wir mal einen Sieg. Das kriegen wir schon hin. So, ja. Also Unionkrämpfe ist man auf jeden Fall viel, viel häufiger im Angriff. Obwohl, jetzt sind wir gerade wirklich in der Verteidigung. Sehr schön. So, while our army is preparing at the outskirts of Richmond, for the final strike against the rebel capital, we received an attack to our forces south of Tigger River and Seven Pines. The rebel initiative seems successful. Our line is almost broken at the center. If we need to immediately reinforce and stabilize, bla bla. So, gut. 17.000, 16.000 Mann. Die haben ja gar keine Artillerie bei. Okay, interessant. Sicher nicht verkehrt für einen Angriff. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, wenn da jetzt 12 von 6 steht. Ich vermute mal, dass ich gleich wirklich nur dann 6 aussuchen kann. Das heißt, wir deployen nicht 31.000 Mann, sondern ungefähr die Hälfte. Und dann wird das doch wieder eine spannende Geschichte, das Ganze. Oh, da stehen sogar schon Truppen. Sind das meine? Kann ich nicht anklicken. Die Fahne mitten im Nirgendwo halten, alles klar. Die hatten witzige Ideen damals, das muss man denen echt lassen, den Leuten. Wir könnten jetzt hier Infanterie gegen Artillerie austauschen. Tatsächlich würde ich jetzt auch eine austauschen hier vorne. Ein Palmetto-Mann, nur kein Lorenz-Mann. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und dafür tun wir unsere gute Artillerie aufstellen. So. Die kann auch gerne direkt nach vorne, dann geht das ein bisschen schneller, das Ganze. Ja, let's go. So, wozu wird ihr denn eigentlich? Erste Korps, zweite Division. Dritte Korps, dritte Division. Meine? Sind das wirklich meine Truppen? Also ich habe ja kein drittes Korps, ne? Noch nicht. Vierte Korps. Ich vermute mal, dass die tatsächlich was anderes meinen und nicht meine Truppen. Also mich würde das auch schwer wundern, weil ich auch keine so großen Brigaden habe. Gut, da oben die halten die Stellung, da unten die halten die Stellung. Wie halten wir denn die Stellung? Also das sieht nicht so aus, als ob das verteidigen würde. Vielleicht sieht das eher so aus, als ob wir das erobern müssten. Eventuell habe ich das missverstanden gerade. Ja. Wenn ich die jetzt da reinheize, dann haben die es natürlich hinter sich. Das ist ja vielleicht die gute Verteidigungsstellung da erstmal nehmen. Den kleinen Wald da oben. Also das ist ja nicht besonders gut. Da sind noch Rebellen, das sehe ich sofort. Wieso steht denn hier unten eigentlich eine Truppe? Deckung 36%. Also ruhig mal einen Schritt nach hinten gehen, die ordentliche Deckung benutzen. Ja, dann schaden schon mal den halt. Bis die Verstärkung da ist. Und ihr guckt jetzt einfach mal, dass ihr mir den Wald da sichert, damit meine Truppen sich da reinsetzen können. Oh, da war ein kurzer Charge, ich sehe schon. Komm, Granticus, sorg mal für Ordnung da vorne. So, die Deckung sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen gesichert. Ja, mal sehen, ob das läuft. Ich will den dreckigen Wald haben. Ach, hier wollte er noch nicht mal reingehen, sagst du? Also, wie gesagt, go, go. Der Waldabschnitt wäre schon für die Front wichtig und ist halt auch der Siegpunkt, ganz nebenbei. Okay. Ich will jetzt eigentlich nicht meine erste Division da reinschicken. Der grollt es mir halt echt vor. Können wir unsere Artillerie mal hier vorne deployen? Hier, da können die schön Close Range hier feuern. Gut, dann lass mal die Infanterie der ersten Division hier. Lass sie mal hier vorne eine Linie bilden, eine ordentliche. On the double. Dann werden die uns kennenlernen. Und die zweite Division, die ist nicht so ganz vollständig, sehe ich gerade. Okay, die zweite, die läuft jetzt einfach da rein. Ja, also der Waldabschnitt da in der Mitte, das Zentrum, das müssen wir haben. Da oben werden die gerade überrollt. Ja, das ist nicht unbedingt ein Traum. Aber die Flanke hier. Okay, also die erste Division, die steht bereit. Go, go. Der Grantigus dahinter. Die Artillerie ist auch bereit, sehr schön. Ich würde sagen, die Stellung haben wir gleich wieder. Der wird mich kennenlernen. Da sind vor allem noch keine guten Rebellen, ne? Das ist hier also die haben ja keinen Stern, gar nichts. Wir chargen da jetzt einfach durch. So, ich könnte das Rennen aber auch ausmachen. Gut, müssen wir gucken, dass wir ein bisschen übertreiben mit der Stellung da, weil wir sonst geflankt werden, wie blöde. Ja, dann mach mal halt den Charge da vorne, bis die Jungs eben die Waffen wegwerfen. Oh, ne, nicht den Schaden. Ich dachte eigentlich an den da.
So, du bist ein bisschen zu weit nach vorne gegangen. Also motiviert ist ja gut, aber man kann es auch übertreiben, weil da unten sind ja auch noch Leute. So, also den Norden, den Süden haben die wohl geschlagen. Das war so ein bisschen nicht so gut. In den Wald bitte stellen. Oh, die Artillerie da, warte mal gerade. Guck mal, ob du den bitte dir holen kannst. So, hier vorne. Das ist ein bisschen viel Flanke für meinen Geschmack. Gar kein Gegner hier, dann ran. Also, ich würde hier tatsächlich sagen, wir machen mal so eine Verzögerung. Ruhig noch ein Stück nach vorne. Bam, sehr schön. Mir geht es eigentlich um das Zentrum hier. Das ist halt das, was wichtig entscheidend her ist. Von daher, was da oben abgeht, ist mir relativ egal. Seid ihr noch am Drehen? Macht ihr das heute nochmal vielleicht? Hier sind wir noch Nahkampf. Also, mir geht das so gegen den Strich, dass meine. Ah, sehr schön. Dass meine. Also, gerne wieder weggehen. Dass meine erste Division immer wieder in den Nahkampf muss. Aber wer in erster Linie ist und wenn es um solche Stellungen geht, da braucht ihr halt einen Nahkämpfer. Eventuell sollte ich mal bei der ersten Division wirklich einen. Doch einen reinpacken, der gut im Nahkampf ist. Weil das bis jetzt habe ich schon mehrmals gebraucht. Oder hätte es gebraucht. Vielleicht gucken wir da nochmal rein. Jo, die Stellung ist doch eigentlich sicher hier vorne, ne? Wenn die dreckigen Rebellen die wieder haben wollen, dann sollen sie die aus meinen toten Fingern holen. Ich warte jetzt einfach hier. Da oben gibt es noch ein bisschen Kämpfe, okay. Oder ich tue halt die erste Division jetzt hier oben mal zum Einsatz bringen. Oder hier unten, die haben ganz wenig Deckung. Kommt da Verstärkung von denen? Okay, die erste Division, lass mal hier neu aufstellen. Lass mal gucken, ob wir die nach Süden bringen können. Du kannst ja schon mal mit denen hier kämpfen weiter. Also wir outrangen ja den Gegner mit den Waffen da unten, vermute ich mal, ne? Und da sollte es eigentlich gehen. So, von der zweiten Division der Freund. Einfach den Wald hier halten, falls das hier oben irgendwie fällt. Ist ja quasi Siegbedingung. Den Druck da oben erhöhen, ja, weiß ich jetzt nicht. Also beschäftigt euch ruhig mal da oben, da ist ja nichts los. General, vielleicht mal einen Schritt nach vorne. Ja, dann lass mal hier unten die Jungs zermanschen. Geht's aus, erste Division? Jawohl. Reichweitenmäßig. Könnt ihr gerne nochmal ein Stück nach vorne laufen, die Jungs. Ist ein bisschen schwer, hier die optimale Reichweite hinzubekommen. Aber von da müsste es eigentlich gehen. Wir haben ja nicht eine bessere Reichweite, wir haben ja auch bessere Feuerrate. Kriegsgefangene, ihr könnt gerne hier bleiben. Beim Granticus. Der passt jetzt alleine auf 900 Mann auf. Das geht immer genug, schreit. Bin mir sicher, dass das geht. Muss einfach. So. Ja, ich habe fast versucht, jetzt einen Ausfall nach Süden zu machen und die einfach wegzuhauen, die Rebellen. Aber lassen wir erstmal die erste Division Aufstellung nehmen. Haben die jetzt einfach das erste Korps geschimpft? Das ist das erste Korps, das gibt es nur einmal. Outrangen die uns? Die haben die gleiche Reichweite wie wir? Wo kriegen die denn die teuren Gewehre her, die dreckigen Rebellen? Also klar, ein paar lasse ich wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld liegen, aber man kann es ja übertreiben, oder? Wird das heute mal was mit einer ordentlichen Aufstellung? Vielleicht bin ich ja verwöhnt, weil ich beim Wachbataillon war, aber so sieht da keine Linie aus. So, jetzt go, go. Naja, das geht auf jeden Fall sauberer, Freunde. Kanonen drehen sich schon nach Norden, alles klar. Ja, ich würde sagen, wir jagen die jetzt hier. Ich weiß, die Oberkommandierenden in der kleinen Stadt da oben in Washington, der Typ mit dem Bart, der hat gesagt, wir brauchen die Fahne mitten in nirgendwo, weil das eine Kreuzung darstellt. Weiß ich schon. Aber wir wollen ja auch politischen Erfolg haben später und den kriegen wir halt nur, wenn wir militärische Siege erlangen, wie man sonst in die Zeitung kommen. Teufel auch, warum sind dann Skirmisher alleine? Können wir die wieder angliedern? Ich habe noch nie den Skirmisher wieder angegliedert, es geht irgendwie. Attached Skirmishers. Genau, geh mal zu Papa. Oh, warte, warte, warte mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das jetzt so hardcore stören müssen, ohne dass die alle da sind. Lass hier vielleicht mal eine ordentliche Linie bilden. Granticus, mach mal mit da unten. Weiß, ich habe gesagt, pass auf die Kriegsgefangenen auf, aber das ist halt eine Kanone vor denen, das geht sicher auch. Oh, lass mal gucken, ob wir den Nachschub holen können. Wäre gut, wenn wir eine Kavallerie hätten, um das zu scouten. Ja, das gefällt mir nicht. Ist das eigentlich? Okay. Du kannst ja die offene Linie mal schützen. Da hast du was zu tun. Ist noch frisch? Ja, super. Dann go, go.
So, lass mal einen guten Schritt nach vorne gehen, da haben wir nämlich die Deckung. Bam. Ich verstehe das mit den Ranges manchmal noch nicht. Ich hätte halt nicht erwartet, dass die gesamte dreckige Rebellenarmee hochklassige Waffen hat wie ich, ne? Hätte ich jetzt nicht erwartet, ganz ehrlich. So, ihr seht schon, hier oben gibt es was zu tun. Gut, dass ich da Truppen gelassen habe. Wir wollen ja nicht den Krieg verlieren, weil wir eine Fahne mitten im Nirgendwo verlieren. Das wäre ja doof. So, Robinson ist noch frisch. Dann zeigt den Yankees mal, was ein Sturmangriff ist. Und du gehst einfach von hinten Hilfe beim Feuern. Seid ihr noch am Kämpfen hier? Ein Stück nach vorne? Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich wirklich diese 100 Yards mehr Reichweite habe. Ich gucke mir gleich die Waffen der Gefallenen an. Aber ich schwöre euch, da müssen Waffen bei sein, die 340 Reichweite haben. Ansonsten macht das hier keinen Sinn, was ich da gerade beobachte, ne? Also die brauchen ihre Palmettos, die brauchen ihre Lorenz. Wenn die halt normale Springfields haben, am besten noch 42er Modelle, meine ich auch die 44er, dann hat das nicht funktioniert. Dann haben die weiter geschossen, als sie dürften. Das würde mir voll gegen den Strich gehen, sowas. Go, go. Ein All-Out quasi. Wie war der Befehl gerade eben? Schützenfeuer geben von hinten, ne? Haben die Gewehre weggeschmissen und gesagt, cool, wir machen mal einen Brawl? Also, was für ein Idioten, Mann. Das war schon klar durchdacht, dass ihr von hinten schießen solltet. So, na gut, also wenn wir da schon reinlaufen, dann machen wir halt nochmal einen Charge, meinetwegen. Also ich hätte das eigentlich gern anders gemacht, aber anscheinend ist das ja, keine Ahnung. Die machen ja eh, was sie wollen. So, was ist da oben los? Flanke, go, go, sagst du? Ja, hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht die Flagge zurückholen. Das wäre natürlich doof. Nicht, dass wir den Befehl von Washington missachtet hätten. Wir sind ja quasi auf dem Schlachtfeld noch, ne? Also von da missachten wir ja nicht die wertvolle Fahne. Vielleicht haben wir es nur missverstanden, wo die Prioritäten liegen. Ja, ist ja okay, ich schicke ja schon Truppen zurück. Der will nicht. Der denkt wieder Grandikus. Let's go. Ja, du bist erschöpft, egal. So, nochmal chargen ist nicht. Du bist noch frisch, ne? Ist alles relativ. Okay, da oben kommen jetzt ein paar Mann mehr. Ich meine, wir haben hier Verstärkung, ob man lieber reden kann, mitzukämpfen. Formation bitte. ja, das ist jetzt tatsächlich nicht ganz so dolle. Ja, wir chargen jetzt einfach, weil wir Männer haben. Ihr beschäftigt die von hinten ein bisschen, bis die Verstärkungen da sind. Kannst du dich hier vorne hinstellen? Unser Double. Wir sind auch alle am Rennen. Alles nach oben. Ihr seid dabei, die Rebellenarmee auszulöschen, ne? Ist ja auch nicht unwichtig. Das geht ja gar nicht. Na gut, lass mal den Grantikus nach oben bringen. Gucken wir mal, dass wir die Befehle ausführen. Dann bringen wir die Gewehre näher. Ne, schon Schaden gemacht. Ganze 150 Kills. Ja, wobei, die waren ja auch nicht richtig nah, die Gegner. Ich schwöre, ich will auf jeden Fall mal so schöne, knackige 12-Pfünder haben. Hauwitzer, nicht Napoleons. Und da möchte ich mal gucken, was dann, wenn es knallt, ob es einen dickeren Knall gibt. Irgendwann spare ich mir mal auf eine ganze Batterie Hauwitzer. Dann haben wir sicher mehr Spaß mit der Artillerie. So. Ah, geht auch hier. Front aufmachen, so ein bisschen. Reserve reinschmeißen. Sieht's aus da unten? Leben die Rebellen noch? Ja. Hinterher. Einfach durchlaufen, meinetwegen. Und wenn er über die drüber trampelt. Ah, hier oben, das hat funktioniert. Ja, dann go, go, weiter geht's. All in, sagst du, ne? Warum gehst du eigentlich weg? All in, sagte ich doch gerade. Man hat das Gefühl, dass die Befehle nur so halbherzig angenommen werden von den Soldaten. Es gibt doch nichts Schöneres als einen All-In-Angriff frontal auf eine Muskete. Besser geht das nicht. Oh, was denn hier? Da machen wir auch mal mit. Noch 5 Minuten leider. Haha, Charge, den holen wir uns noch. Ja gut, das ist natürlich jetzt leider vorbei. Ich hab gedacht, wir können noch ein bisschen mehr rausholen. Also so sah das mit der Verteidigungsschlacht aus, verstehe. Da kam halt der Brief vom Abram oder meinetwegen auch mit dem komischen Drahtzeugs,
wo er gesagt hat, hör mal, da darfst du verteidigen, aber nicht verwundern, dass die Gegner schon in der Stellung sind. Aber er sagt ja auch selber von sich, dass er kein militärisches Genie war. Der Lincoln hat sogar am Anfang des Krieges, ne, der hat ja keine Ahnung vom Krieg gehabt, hat er selbst von sich gesagt, der ist hingegangen, hat sich da aus der Bücherei, hat er sich Bücher ausgeliehen von berühmten Feldherren über Kriegsführung und so ein Zeugs, ne, der wollte sich da informieren. Leider hat er das dann auch über Telegraph, hat er das ja gemacht bei Dings da, na, wie heißen das? Die Shenandoah Valley Tal da? Da gab es so diese Kampagne gegen den, heißt der Jackson? Ich glaube gegen Jackson, ne? Den Südkameraden. Und er hat die Nordarmee, die stärker war, hat er halt per Telegramm, hat er die Telegraph, hat er die kommandiert, weil er dachte, er will es auch mal versuchen. Es ging so daneben, dass das so eine Riesenkatastrophe dann weiter südlich geführt hat. Hat er aber auch zugegeben, der Lincoln am Schluss, ne? Dass das keinen Sinn gemacht hat. Und hat es dann auch gelassen später. Egal. So, das war tatsächlich, obwohl das jetzt hier wieder massiver Angriff war, fast ein 1 zu 2 Verhältnis, hat eigentlich super funktioniert. Was wahrscheinlich aber auch die Qualität unserer Einheiten so ein bisschen widerspiegelt, ne? So, der Pettigrew, den habe ich schon ein paar Mal gehört. Jo, die Verluste waren wieder super. Artillerie, Ich meine, es spart ja Manpower, aber wenn halt so eine ganze Batterie euch irgendwie mal so 100.000 Dollar kostet. Ich weiß halt nicht, das spart ja auch nicht so viel Manpower. Ich weiß mal nicht. Oh, schöne Sache, Brigadiergeneral, einer ist leider verwundet, dumme Sache, schöne Sache, sehr dumme Sache und geht so. Warum ist der denn gestorben? Wer hat den denn abgeknallt? Oh, das war ein Brigadiergeneral, davon hat man nicht unendlich. Na gut, so wie war das jetzt mit den Waffen? Genau, also die Gegner haben ganz offensichtlich Springfields benutzt hier, wir haben ja da 1000 Stück gefunden. Reichweite 200 irgendwas, richtig? Nee, 340. Ah, das ist die 55er Springfield, okay. Wir haben Enfields benutzt? Echt? Das war bestimmt von der anderen Truppe. Ich kann mich jetzt da nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Okay, die Gegner haben anscheinend, wir sind ja fast 2000, haben die Gegner massiv Enfields benutzt. Wo hat denn der Süden das Geld dafür her? Britische Enfields. Also klar, der hat die importiert, das macht ja Sinn, aber so viele? Also die Infanterie, die wir gekämpft haben, das stimmt schon von der Reichweite, ne? 340, das ist ungefähr wie unsere Waffen, wie so eine Lorenz und so weiter. Und da war schon okay, dass sie zurückgeballert haben. Aber der hat ja alle Infanteristen mit der britischen Enfield ausgestattet. Okay, also wenn er Enfields benutzt und wir benutzen Lorenz, dann haben wir tatsächlich einen besseren Nahkampfwert, ne? Ich meine, die anderen Werte, ja, ist schwer zu sagen, Feuerrate und Accuracy zu vergleichen. Aber da können wir dann mit dem Kolben wieder angreifen. Eine komische Rebellenarmee ist das, ganz ehrlich. Die ist ja besser ausgestattet als meine Truppe, habe ich einen Eindruck. Ganz, ganz eigenartig. Wäre ominös, möchte ich sagen. So, ich bin immer noch versucht, jetzt hier. Immer noch, also wieder mal oder immer noch, wie auch immer, auf jeden Fall das Training zu erhöhen, damit wir einfach die Yes, sir. Rekruten hier, der Veteranenkosten, dass wir die reduzieren weiter massiv, aber da mehr von holen. Noch eine Schlacht bis zur großen Schlacht. Ja. Also vor der großen Schlacht wollen wir das vielleicht doch nochmal mit der Artillerie klären. Ich meine, wir haben jetzt hier von der 12-Pfünder, ne, Howitzer-Modell, haben wir 9 Stück. Aber so eine richtig dicke wäre halt schön. Hier sowas hier. 10 Stück könnte man kaufen, kosten 30.000. Kriegt die Brigade aber nicht voll. Das lohnt sich natürlich auch nicht. Warte lieber, dass die Werte sich da weiter erhöhen. Ich muss das, glaube ich, mal in Ruhe durchrechnen, mal Taschenrechner zücken. Ja, aber im Prinzip haben wir das jetzt geschafft. Wir haben das erste Korps. Haben wir jetzt fast auf volle Mannstärke gebracht mit Veteranen bis auf die dritte Division. Also sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich würde sagen, das tauschen wir halt aus mittelfristig gegen, ja, weiß ich nicht. Also ich würde fast versuchen, die beiden, also einfach das austauschen. Also die können wir ja da unten reinpacken, aber ne, dass wir nochmal eine aufbauen, die erfahrenen dann und die dicken Kanonen geben, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Wenn wir jetzt noch zwei Schlachten haben und wir kriegen in der nächsten Schlacht irgendwie 5.000 Mann und wieder 100.000 Dollar, Pi mal Daumen, und stellen wir mal, wir gewinnen das, immer positiv denken. Dann müssten wir das zweite Korps, und wir wollen ja noch ein drittes Korps wahrscheinlich haben, dann müssen wir tatsächlich hier die schlechtesten Waffen der Welt ausgeben. Also ich glaube jetzt nicht, wenn ich jetzt das nochmal mit Elite, wobei das könnte man mit Elite noch reinforcen hier,
Das waren nicht viele Verluste. Aber ich glaube, das zweite Korps ausstatten, das werden wir so gerade eben schaffen, wenn wir Schrottwaffen ausgeben und keine Veteranen. Und dann das dritte aufbauen. Also ich glaube, dass wir dann auf dem Zahnfleisch gehen danach, ne? Mit der nächsten Schlacht, mit dem Einkommen der nächsten Schlacht. Also ich glaube, ich kann mir nicht erlauben, jetzt noch mehr zu investieren. Ich glaube, da habe ich schon heftig investiert. Und der Adams ist tot. Oder war der verletzt? Ist auf jeden Fall scheiße. Yes, sir. Gerade bei so einem General hier, so ein Level-2-Trupp hat er ja sonst. Das ist so eine Sache, ne? Und der verreckt. Ja. Ja. Palmettos. Egal. Ja. Nee, also wir müssen auf jeden Fall jetzt anfangen, Geld zu sparen. Das war die Aussage. Um das zweite Korps voll zu machen, ja, geht auf jeden Fall. Das machen wir nach der Schlacht und das dritte Korps vor der nächsten großen Schlacht. Also beide Korps nach dieser Schlacht müssen wir aufbauen, denke ich. In diesem Sinne war das jetzt ziemlich doof, das Training preiswerter zu machen. Gratulation, Granticus. Ich gehe jetzt was zu trinken holen.